Ja, hallo und einen wunderschönen guten Tag. Selbstverständlich ist mal wieder am Start heute mit der 15-Minuten-Challenge. Und zwar haben wir am Start zweimal, ach, beziehungsweise dreimal das Grafensteiner 5.4 Alcoholic Experience Bierchen. Und wir haben etwas schärfere Hähnchen-Oberkeulen gemacht. Wie ich sie zubereitet habe, ist eigentlich ganz einfach. Ich habe ein bisschen was Cayenne-Pfeffer genommen. Da habe ich die erstmal krass drin eingerieben. Deshalb müssen die eigentlich ein bisschen was pikanter sein. Und dann haben wir ein bisschen was Salz und Pfeffer genommen, auch noch draufgeschmissen, alles erstmal umgerührt, das Ganze 5 Minuten stehen lassen, damit das alles schön einzieht. Dann mit Mehl, Diamantmehl drüber geschmissen, so, dass das alles schön weiß war. Dann haben wir es frittiert und so sieht's dann aus. Das müssten ungefähr, ja, 200, 250 Gramm müssen das ungefähr sein. Ich wiege das ja nie ab, ich habe da keine Ahnung von. Ist aber auf jeden Fall ein bisschen was knusprig hier hin und her. Sind auch ein paar Stücke am Start. Ein paar sehen natürlich ein bisschen krüppelhaft aus hier, so, aber wie gesagt, das waren Hähnchen-Oberkeulen und bla bla bla. Dann schrumpeln die halt manchmal ein bisschen was zusammen, aber da kann man nun mal nichts machen. Ich hoffe, dass das nur ohne Knorpel ist. Da habe ich jetzt nicht großartig nachgeguckt. Aber ansonsten schlucken wir das einfach runter. Ne? Ganz einfach. Und ja, wir haben auf jeden Fall ein bisschen was Hela-Gewürzketchup jetzt noch im Start. Curry, auch die scharfe Version. Und zur Not werden wir da noch ein bisschen was von draufschmeißen, falls es ein bisschen was zu trocken sein sollte oder hin oder her. Wir gucken ganz einfach mal. Ja, und im Zeichen der Corona-Krise, die wir ja momentan haben und jeder mit dem Arsch am besten zu Hause bleiben soll, bleibt uns ja natürlich nichts anderes übrig, als ja hier irgendwie das Beste aus unserer Zeit zu machen. So, ich hoffe, ihr habt da auch ein bisschen was zu tun. Ich eigentlich ja, zock hier ein bisschen was rum. Wie gesagt, ich mache ja ab und zu hier meine Videos, habe ich ja hier am Start. Da kann man auch mal die Bude ein bisschen mehr aufräumen und so hin und her. Haben wir auf jeden Fall alles ganz gut erledigt gehabt jetzt. Und den ganzen Dreck, den wir so haben, so alles gut verstaut erstmal. So, das kann man ja dann später alles schön wegbringen. Und ja, ich würde sagen, wie gesagt, 15 Minuten habe ich Zeit dafür. Ich probiere es auf jeden Fall zu schaffen, dass ich 10 Minuten für die Bierchen habe und ich sag mal 5 Minuten hier für die Hähnchen. Bin mir aber nicht ganz sicher, ob ich das hinbekomme. Aber ich gebe mein Bestes. Ihr wisst es ja, aber ich muss erstmal gucken. So, meine Uhr habe ich auf jeden Fall hier am Start. Und es gibt natürlich auch wieder ein bisschen was Musik. Und zwar habe ich ein bisschen was gesucht. Und habe was hier gefunden vom guten alten DJ Stefano. Und das ist ein kleiner Mix, der ist vom Dezember 2019, der Club-Mix. Müsst ihr mal nachgucken, so wenn ihr da Bock drauf habt so und euch den geben wollt. Einfach mal raussuchen und reinziehen. Ja, das zu der Musik hier auf jeden Fall. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, ob ich den schon mal hier am Start hatte, den Mix oder nicht. Ich verliere da auch langsam irgendwie den Überblick drüber. Muss ich ganz ehrlich sein, wird mal Zeit, dass die mal wieder was Neues hochladen. Jetzt haben sie ja eigentlich Zeit alle. Und ja, ich mache die Bierchen jetzt auf. Dann tue ich mir ein bisschen was von der geilen Soße hier an den Rand. Und dann würde ich sagen, legen wir auch direkt los. 3 Minuten schon gequatscht, das reicht. Und jetzt geben wir Gas. Los geht's.
Thank you.
Thank you.
lies you told yourself when you said it would be okay.
Ja, 17 Minuten und 46 Sekunden. Da war ich leider im Prinzip 2 Minuten und 47 Sekunden zu langsam. Wenn man jetzt noch berechnen würde, sodass ich 15 Minuten und 59 Sekunden Zeit gehabt hätte, wären es, also um in der 15 Minuten Marke zu bleiben, wären es 1 Minute und 48 Sekunden zu langsam. Ja, aber trotzdem bin ich nicht ganz unzufrieden. 17 Minuten im Prinzip für 3 Bierchen, 1,5 Liter und 250 Gramm doch etwas schärferes Hähnchen, was aber leider wirklich etwas zu salzig war. Jetzt wird der ein oder andere sagen, ja, dann kannst du ja besser saufen. Das kann man natürlich. Müsst ihr besser saufen. Allerdings muss man natürlich sehen, dass es 1,5 Liter waren, die man dann säuft. Ne? Da hilft das dann auch nicht mehr so viel, die Sauferei. Aber mein Mund ist ganz schön am Brennen. Und das alles von diesem Cayenne-Pfeffer, der doch sehr großzügig aufgetragen wurde auf den Dingern. Waren aber schön knusprig. Wie gesagt, 5 Minuten hatte ich die bei 160 Grad in der Fritteuse. Also quasi goldbraun, so ein bisschen gebacken, obwohl die ein bisschen schon fast braun waren. Ne? Ganz komisch, also eigentlich eine komische Farbe gehabt. Ich muss noch mal irgendwann mal gucken, was sie dafür nehmen, dass das so ein bisschen so heller ist, so eine hellere Farbe hat. Ne? Aber da kann man, jetzt geht die Nase zu. Aber an und für sich waren sie ganz gut, vielleicht ein Ticken zu salzig. Waren sehr pikant, waren pikant, jetzt nicht scharf, dass ich zusammenbreche. Ja, natürlich auch hier an dem wundervollen Hela Gewürzketchup liegen, der... wie gesagt, Curry scharf, der ist wirklich richtig deliziös. Ne? Also, ich habe da einmal reingebissen, so, da war mir ein bisschen zu. War ja frisches Hähnchen, war ja kein Scheiß, war ja alles selber gemacht im Prinzip jetzt. Und war mir aber so ein bisschen salzig und ein bisschen trocken, obwohl es ja frisch war. Aber mit dem Gewürzketchup hier war das richtig geil, ne? Muss man schon sagen. Allerdings hält mich die Kauerei natürlich ein bisschen auf immer. Und die Bierchen liefen eigentlich ganz gut. Muss ich schon sagen. Kam ganz gut. Hätte es ja auch fast hinbekommen. Ne? Aber die Kauerei manchmal hält mich halt ein bisschen auf. Trotzdem finde ich 17 Minuten eigentlich eine ganz gute Zeit für 1,75 Kilo, sage ich jetzt einfach mal. Und mit ein bisschen Gewürzketchup auf jeden Fall, 1,75 Kilo. Ja, auch wieder, ne? Da haben wir wieder die 100 Gramm pro Minute, ne? Haben wir trotzdem wieder. Ich glaube auch nicht, dass ich da schneller werde irgendwie. Außer man hat vielleicht Chili oder sowas, weißt du? So Chili con Carne, was man so einfach frisst und runterschlucken kann. Weil die Kauerei hält natürlich ein bisschen auf. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich jetzt voll satt bin oder so. Muss ich auch sagen, eigenartig. Obwohl man 2 Kilo reingebämst dann. Einzige, was ich halt merke, ist, dass jetzt die Nase wieder zugeht. Und die Mucke fand ich eigentlich auch ganz gut. Deswegen knall ich das Ding einfach mal jetzt gleich hoch. Und ich ziehe jetzt ein, zwei Mal in der Zigarette. Lass mich mal eben ganz kurz... schneuzen und dann verabschieden wir uns.
Ja, und bei Hähnchen sowieso immer, ja, mit im Alter, ich bin ja auch nicht mehr der Allerjüngste, ne? Da hat man überall immer Hähnchenstücke hängen, ne? Ganz komische Sache. Immer früher gar nicht so aufgefallen, immer so, wo die Zähne noch ein bisschen was besser waren, sage ich jetzt mal, ne? Aber jetzt, in letzter Zeit, echt in jeder Ecke hängt irgendwo ein Stück Fleisch rum, Alter. Oder was weiß ich was. Naja, egal, so hat man was für später, ne, eigentlich. Aber er ist auch eklig, ne? Ist auch eklig. Keine Ahnung. Naja, was soll's. Kann man nichts machen. Muss ich gleich mal einen Zahnstocher suchen. Normalerweise hatte ich hier einen liegen. Er ist auch verschwunden. Naja. So. Ja. Nochmal infolge der Corona-Panik, Strich, Eskalation, Strich, Hamsterkäufe. Ich habe nicht gehamstert. Ich habe ja hier eigentlich immer so meine Klamotten, die ich so brauche, so. Reicht eigentlich immer meistens eine Woche, dann gehe ich halt los. Außer Bier. Bier habe ich grundsätzlich nicht, weil es immer sehr schnell weg ist. Aber Bier kann man ja noch holen. Außer letztens hier im Netto, da war halt das Gravensteiner nicht da. Ne? Kann natürlich sein, dass sie dann anfangen, das da auch noch zu kaufen. Aber da war ich ja im Aldi, dann habe das Karlskrone geholt. Jetzt am nächsten Tag war das aber wieder aufgefüllt hier. Das Gravensteiner ist kein Timi. Aber wie gesagt, macht es nicht, macht es nicht. So, ich habe da echt auch eine alte Frau gesehen, kleine Story nur. Die ist mit dem leeren Einkaufswagen reingegangen, kam mit dem leeren Einkaufswagen wieder raus und ich war draußen da in der Nähe vom Parkplatz dann ein Bierchen am Trinken und habe die dann nur gefragt, was ist los, was wollten sie denn haben, was es nicht gab oder warum sind sie wieder rausgekommen? Mit dem leeren Wagen und dann meinst du so, ja, ich habe das, was ich wollte, habe ich leider nicht bekommen. So, ja, und dann kannst du dir ungefähr vorstellen, so, Fleisch war nicht da, Toilettenpapier war nicht da, Nudeln waren nicht da, also wenig nur, Bohnen, diese Kidneybohnen da gab es nicht, Sauerkraut gab es nicht, und gewisse Konserven, also hier. So Suppen, Linsensuppen und so, ne, gibt's ja auch etwas günstiger da. Für 99 Cent da die Suppen, waren auch nicht da. Und Brot, normales Schnittbrot, war auch nicht da. Aber ich konnte die dann nicht fragen, was die da braucht. Ich musste ja selber noch da rein. Ansonsten hätte ich der vielleicht sogar was gegeben. Also das fand ich schon ein bisschen traurig so. Gebt da ein bisschen Acht so drauf, so falls ihr da irgendwelche alten Leute seht, so die dann echt da rumhumpeln da halb so und überhaupt nichts bekommen da was war ich los? Ich habe ja bin ja auch nicht jeden Tag da, sehe auch keine Leute, die da mit riesigen Einkaufswagen rumfahren würden, ne? Es wäre mal schön, wenn ich mal einen sehen würde, der sich den Wagen richtig vollpackt, würde ich einfach vorbeigehen, den Einkaufswagen so einfach, oh, bin ich gegengelaufen, ist umgefallen der Einkaufswagen, oh, tut mir leid. Weißt du, ich habe ja auch Probleme mit dem Bein. Bin ich halt gestolpert so und dagegen gelaufen. Na, tut mir leid, weißt du? Und ja, finde ich übertrieben, was die da machen so. Wenn man zwei, drei Pakete holt, mein Gott, ist doch okay. Gehst du in 2 Tagen wieder hin, holst du wieder zwei, drei Pakete, ne? Aber man muss sich den Wagen so vollkloppen, damit andere beziehungsweise die alte Frau da auch was bekommt. Kann ich nicht verstehen unbedingt. Oder auch hier auf Spielplätzen darf man ja hier nicht mehr sein, jetzt neuerdings. Und waren trotzdem welche, ne? Waren trotzdem welche jetzt da? Da waren die Bullen da, ne? Mit Ordnungsamt, allen drum und dran. Ey Leute, glaubt ihr nicht, die haben was anderes zu tun, so wie euch von den Spielplätzen runterzusammeln? Unglaublich. Also wirklich unglaublich. So, und wenn man den Leuten dann Bescheid sagt, habe ich ja gemacht, im Vorbeigehen, weil ich muss ja immer vorbeilaufen. Da wirst du nur müde belächelt, ne? Normalerweise musst du direkt da hingehen, sofort Ohrlasche, sofort bam, und dann wissen die eigentlich Bescheid. Naja, was soll's. Ich bin auf jeden Fall zu Hause hier so mit euch zusammen so. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Einschalten, bevor ich mich jetzt aufrege. Lasst mir einen Daumen da, falls euch gefallen haben sollte hier. Wir haben zwar verloren, aber naja, lasst mir ein Abo da, falls ihr Bock habt, keine Folge von Selbstweise zu verpassen.
Ich bin erstmal raus, 35 Minuten hier reichen vollkommen. Ich passe auf euch auf. Bleibt erstmal ein bisschen was mit dem Arsch zu Hause, außer ihr habt Hunger und müsst was zu essen holen. Oder irgendwas Wichtiges, Tabletten oder so von der Apotheke, dann sagt keiner was. Ne? Aber macht keinen Blödsinn oder hier irgendwelche Corona-Partys. Macht lieber Party mit mir hier, da habt ihr mehr von so, weißt du? Schön von zu Hause aus, könnt ihr schön chillen, ein Bierchen trinken oder von mir aus auch einen Tee. Ne? Ginseng-Tee soll richtig gut sein, richtig reinballern. Macht sowas. Habt ihr viel mehr von, da tut ihr euch einen Gefallen, tut den anderen einen Gefallen. Und wenn ihr 4-5 Rollen Toilettenpapier zu Hause habt, also Pakete, das reicht. Ansonsten immer einen Waschlappen haben, ne? Schönen Waschlappen wie früher, hat man auch nichts anderes gehabt, so. Damit die Rosette schön cleanen. Und dann ist alles in Ordnung, ne? Da braucht man auch nicht unbedingt Toilettenpapier. Finde ich zumindest, ne? Oder man geht scheißen und dann duschen. Versteht ihr? Okay. Ich bin erstmal raus. Bedanke mich recht herzlich fürs Einschalten. Und haltet die Ohren steif. Und ja, passt auf euch auf. Passt auf eure Mitmenschen auch ein bisschen auf. Damit das ja so schnell wie möglich vorbeigeht. Mir geht das alles auch ein bisschen auf den Sack, ne? Aber gut. Peace, haut rein, bis zum nächsten Mal.